eine Flucht macht. Check mal, ja? Der Sido ist unser Sprungwunder. Er ist der, der mit seinen schnellen Bewegungen und Moves gegnerische Abwehrreihen durcheinander wirbelt und mit seinen Sprungwürfen und Schlanzwürfen immer für extreme Torgefahr sorgt. Jeder Trainer hat ihn gern als eine der Varianten im Rückraum. Die niegelnagelneue Kaffeemaschine ist der größte Stolz im Haushalt Sidorovic. Endlich kann Sido, wie er allgemein gerufen wird, auch seine Freundin hier bewirten. Seit kurzem ist Miriam eingezogen, zumindest vorläufig. Ja, also am Anfang war halt auch noch vieles neu gewesen, aber mit der Zeit ist es dann halt, hat sich so das Spannende gelegt. Und dann war es halt auch schwierig gewesen, weil das Umfeld in der Schweiz war und auch meine Freundin nicht da hat können sein. Und bin jetzt umso glücklicher, dass sie bei mir sein kann. Sie ist zu mir gezogen für die nächsten 3 Monate. Und jetzt haben wir uns so richtig können einleben in Melsungen, auch mit meinem Hund, mit dem Diego, der uns sehr viel Freude bereitet. Ja. Wir haben eine schöne Zeit zusammen. Sido und Pfadi. Pfadi Winterthur, das gehörte lange zusammen. Sidorovic war einer der prägenden Spieler bei Pfadi, bis der Anruf aus der Bundesliga kam, von Trainer Heiko Grimm. Wir hatten eigentlich keinen Kontakt gehabt in der Schweiz. Ich wusste, dass er jetzt Trainer ist bei Melsungen und vorher Assistenztrainer war. Ja, und ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet. Erst als ich halt eine deutsche Nummer auf dem Natto gesehen habe, habe ich so ein bisschen angefangen, mir Gedanken zu machen. Also, es hat sicher einen kleinen Einfluss, auf jeden Fall, durch das, dass er mich aus der Schweiz kennt hat. In dem Moment hat er auch so einen Spieler gesucht. Da haben wir überlegt, wir würden gerne einen ähnlichen Spielertypen haben, was ja eigentlich für Rückraum links eigentlich etwas ungewöhnlich ist, aber wir wollten einen beweglichen, spielstarken Rückraum linken und dann ist das ganz normal. Dann geht man eben mal so die ganzen Ligen durch, da habe ich relativ schnell, bin ich da in der Schweiz gelandet, weil ich die Liga einfach gut kenne und so kam mir auf Roman und das hat sich auch als Glücksgriff erwiesen, er hat uns letzte Saison sehr geholfen. Sidorovic bekam vom Fleck weg einen Vertrag bei der MT Melsungen, der auch noch in dieser Saison läuft. Doch die Konkurrenz im Kader ist groß und die Einsatzzeiten derzeit nicht üppig. Naja, also es ist so, dass wir nicht den schlechtesten Kader haben. Und Roman spielt auf Rückraum links gemeinsam mit Julius Kühn, aus meiner Sicht aktuell der beste deutsche Rückraumlinke, den es gibt. Aber wir bauen da fest auf ihn. Wir wollen schon auch ein bisschen rotieren. Jetzt kommt noch ein Europapokal dazu. Also da wird jeder seine Anteile ganz sicher bekommen. Es ist nicht so einfach. Halt. Wir haben eine Top-Mannschaft mit gespickten Nationalspielern. Gut, ich probiere jederzeit meine Spielzeit zu nutzen, auf jeden Fall. Aber ich finde, man kann auch viel Erfahrung in den Trainings sammeln, wenn man mit so Top-Spielern zusammenspielt. Und, ich hoffe, dass das auch etwas dazu beiträgt, dass ich dann eventuelle ein Schlüsselspieler oder EM kann sein oder einfach einen Beitrag dazu kann leisten. Mit der Nazi an der EM in Schweden die Präsenz im Schaufenster nutzen, auch für die weitere Bundesliga-Karriere. Denn der Vertrag in Melsungen läuft aus. Sein Vertrag läuft aus, das ist so. Jetzt kommen die ganzen englischen Wochen mit vielen Spielen. Und das würden wir gerne noch abwarten, um zu schauen, in welcher Form er sich da dann präsentiert. Ich bin mega froh, dass ich die Erfahrung machen konnte. Es spielen viele Faktoren eine weitere Rolle jetzt für nächste Saison. Eben, da muss ich ein bisschen hinter die Bücher und mich fragen, was am besten ist für uns, für mich, jetzt auch mit dem Diego, mit unserem Familienmitglied. Ja. Aber ich würde sicher noch ein paar Jahre Handball spielen, auf jeden Fall. Auch in der Bundesliga? Das wird sich sehen. Also. Das steht noch ein bisschen in den Sternen.